Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie jeden Monat präsentiere ich Ihnen die neueste Ausgabe unseres Politikmagazins PI Politik Spezial. Wir haben sie am Wochenende an die Probeabonnenten und die Abonnenten verschickt und ich will sie Ihnen ganz kurz vorstellen. Auf dem Titelblatt haben wir diesmal einen Beitrag aus dem internationalen Teil sozusagen manifestiert oder verewigt und dort zeigen wir den Niedergang des Mittelstandes und zwar als bewusste oder bewusst betriebene Politik. Das ist ein Beitrag von dem US-Autor Brandon Smith, der hat auch die Zahlen und die Beispiele daher aus den USA und der sagt, jedes einzelne Element der laufenden Krise ist kein Zufall, sondern gewollt. Der Mittelstand muss sich zusammenraufen. Da geht es praktisch darum, das schreibt er auch, ich lese Ihnen das mal kurz vor, das ist sehr prägnant und auch brisant. Die Regierung profitiert vom Sterben kleiner Unternehmen. Nicht nur die Konzerne profitieren vom Sterben der kleinen Unternehmen, sondern auch die beiden Regierungen mit ihrem unerbittlichen Streben nach Durchsetzung der Covid-Impfpflicht. Bedenken Sie einen Moment lang, dass kleine Unternehmen das Gegenstück zu den Covid-Kontrollen sind. Ein interessanter Gedankengang. Und dann fährt er fort. Warum? Weil sie Menschen, die sich weigern, die experimentellen Impfstoffe zu nehmen, eine Alternative zu den großen Einzelhändlern bieten, die die Impfpässe verlangen. Kleine Unternehmen sind viel eher in der Lage, sich den drakonischen Vorschriften zu widersetzen, sodass Biden auch dadurch gewinnt, dass er der Unternehmensoligarchie, die seine Kontrollen unterstützt, die Konkurrenz beseitigt. Also pure, reine, destruktive Politik in diesem Fall. Ich habe selbst auch in die Tasten gegriffen, habe mich mit dem Thema Energiepolitik beschäftigt und habe geschrieben, das grüne Europa wird gerade von der Realität vorgeführt. In Berlin wird nämlich ein schmerzhaftes oder schmerzhaft teures und für viele Menschen in diesem Land auch finanziell existenzgefährdendes Klimagroßpaket geschnürt. Derweil erzwingen die Folgen, das habe ich im Untertitel so geschrieben, die Folgen miserabler Energiepolitik, eine Abkehr von der grünen Agenda. Die Folgen dieser missratenen Energiepolitik sind genau das Gegenteil dessen, was propagiert und angestrebt wird. Dann haben wir das passt genau dazu, einen Textauszug aus einer sehr erfolgreichen Broschüre, die nennt sich Blackout und die stammt von dem Geophysiker, Physiker, Unternehmer, sehr erfolgreicher Unternehmer, der in Mittelthüringen lebt, auch Autor ist und seinen eigenen Verlag Kaleidoskriptum betreibt, Professor Dr. Wulf Bennert. Und die Broschüre, die er geschrieben hat, heißt Blackout und sie kursiert seit Monaten im Internet und wird gerade in der fünften Auflage gedruckt. Sehr entlarvend, was er da schreibt. Er schildert in dieser Broschüre die fehlgeleitete und ideologische Politik einer Kaste, die sich, das haben wir hier auch oft thematisiert, im Grunde völlig von der Realität gelöst hat und der es ziemlich egal ist, was sie für die Menschen da veranstaltet. Dann haben wir einen jungen Autor, der öfter für uns schreibt, Niklas Lotz, bekannt auch als Never Forget Niki, der beschäftigt sich mit dem Wahlrecht ab 16. Das scheint ja bei den Ampelverhandlungen durch das, was man von den Positionen der beteiligten Parteien kennt, ein Selbstläufer zu sein und er macht sich Gedanken darüber, was das für das Land bedeutet, wenn wir das bei den Bundestagswahlen einführen. Nur ein kleiner Tipp, nichts Gutes. Dann haben wir im internationalen Teil einen hochinteressanten Artikel, der mir besonders gut gefallen hat, von dem britischen Diplomaten Alistair Crook, der sagt oder der die These aufstellt, dass der Kalte Krieg der USA gegen China dazu führen wird, dass Amerikas Zusammenhalt aufgelöst wird. Und das schreibt er im Text an einer Stelle so, das ist praktisch die Grundaussage. Der grundlegendste Widerspruch besteht darin, dass eine Eindämmung Chinas weit davon entfernt ist, den Balsam zu liefern, um den sich die Amerikaner versammeln und mit dessen Hilfe sie sich vereinigen können. Im Gegenteil, diese Politik, nämlich die der Eindämmung von China oder der Versuch dessen gegenüber China, ist eher dazu angetan, den Klebstoff zu lockern, der eine heterogene Nation zusammenhält, die zunehmend in sich zerfällt.
Tja, und dann haben wir noch ein schönes Stück von einem neuen Autor, den wir gewonnen haben. Diese Berichte sind völlig wertfrei, lautet das Zitat in der Überschrift. Und der Autor, Herr Semtner, macht sich darüber Gedanken, wie die Medien in Japan sich mit Covid beschäftigen. Er hat das genau beobachtet, er ist oft im Land gewesen, kennt das recht gut, spricht auch die Sprache und sagt, die sind viel weniger linkslastig und auch deutlich kritischer als unsere Medien. Ein schöner Vergleich, der einiges, was hier passiert, noch deutlicher vor Augen führt. Dann die üblichen Rubriken in unserem Magazin, der Monat im Rückblick, eine kurze Zusammenfassung, da können Sie in 3-4 Minuten noch mal Revue passieren lassen, können sich den ganzen Mainstream sparen, was seit der vorangegangenen Ausgabe zu sehen war, dann aufgedeckt, die Auslassungen, die Manipulationen des Mainstreams und dann die sehr begehrte Rubrik Empfehlungen, etwa 2 Dutzend hervorragende Artikel, die wir in den vergangenen 5 Wochen im alternativen Nachrichtenuniversum gesehen haben. Tja, und das alles, diesen ganzen Aufwand können wir natürlich nur betreiben, wenn Sie uns helfen, wenn Sie uns unterstützen durch ein Abo dieses Magazins. Das finanziert nicht nur sich selbst, sondern auch diesen YouTube-Kanal hier, in dem wir die Magazinausgaben immer vorstellen. Wir wollen den weiterhin für Sie werbefrei halten, damit Sie die Informationen ungestört genießen können. Und dafür brauchen wir eben Ihre Hilfe. Und die geben Sie uns durch ein Abo. Wir haben da 3 Möglichkeiten. Das Standard-Abo kostet 69 Euro im Jahr. 10 Ausgaben bekommen Sie dafür als PDF jeweils zugeschickt. Und Sie haben natürlich Zugang zu unseren exklusiven Veranstaltungen, die wir immer wieder mit renommierten Referenten veranstalten. Für diejenigen, denen es zurzeit finanziell nicht so gut geht, bieten wir ein ermäßigtes Abo für 29 Euro im Jahr an. Und diejenigen, die es sich leisten können und sagen, die wollen wir auch richtig fördern für ihre Arbeit. Da gibt es einige, da waren wir selbst überrascht. Die können für 99 Euro im Jahr ein Abo abschließen, bekommen natürlich alle Ausgaben des Magazins, auch früher als andere die Informationen zu unseren exklusiven Veranstaltungen und natürlich auch bei der Reservierung eine bevorzugte Behandlung. So, gucken Sie sich's an. Der Link zum Abo, den habe ich unter das Video gesetzt. Wir würden uns freuen, wenn wir weitere Abonnenten gewinnen, damit Sie uns helfen können. Und wir brauchen das in dieser Phase, nicht nur dem Mainstream etwas dagegen zu halten und seine Lücken aufzuzeigen, sondern auch der wachsenden und grassierenden Zensur im Land die Stirn zu bieten.